Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Duisburg-Kontors hier in der Duisburger Innenstadt zum ersten Duisburger Abendmarkt, Duisburger Spätschicht, begrüßen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der heute gekommen ist, aber wir freuen uns natürlich ganz besonders über einen Gast, den ersten Bürger unserer Stadt, Bürgermeister Sören Link. Entschuldigung. Oberbürgermeister, ein schwieriges Wort, aber Sie haben sich dran gewöhnt, Herr Oberbürgermeister, oder? Mittlerweile geht es sehr gut, ja. Ja, wir haben viele Gäste auch heute hier. Vielleicht gucken wir beide mal rum, wen wir besonders begrüßen müssen. Ich habe zumindest Bürgermeister Manfred Ohsänger vorhin gesehen. Herzlich willkommen, Herr Ohsänger. Dann habe ich gesehen den Vorsitzenden vom Einzelhandelsverband, Herrn Hoffmann, herzlich willkommen. Und Herrn Bommann, den Geschäftsführer, auch herzlich willkommen. Dann Jochen Braun, den Vorsitzenden vom City Management Verein und gleichzeitig Geschäftsführer des Duisburger Casinos. Auch herzlich willkommen, Herr Braun. Der Rat ist vertreten, Ratfrau Pettges ist hier, Ratsherr Füllrich ist hier. Andere Vertreter der Politik begrüße ich natürlich auch aufs Allerherzlichste. Und last but not least, Herrn Andreas Pfanneck, Vertreter der Sparkasse Duisburg heute. Herzlich willkommen, Herr Pfanneck. So, jetzt werden wir bestimmt einige vergessen haben, aber es sind alle herzlich willkommen natürlich hier bei Sonnenschein in der Duisburger City. Herr Oberbürgermeister, Duisburg ist Marktstadt Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen. 58 Wochenmärkte in jeder Woche an 29 verschiedenen Plätzen. Toller Bauernmarkt, Marinamarkt sonntags. Warum lieben die Duisburgerinnen und Duisburger ihre Innenstadt und ihren Bauernmarkt und ihre Wochenmärkte so sehr? Also ich glaube, zunächst mal ist ein Wochenmarkt, ein Markt, einfach was ganz Besonderes. Man hat einen direkten Bezug zu seinem Markthändler, zu seiner Markthändlerin. Man hat regionale Produkte, man hat eine Marktatmosphäre, man tauscht sich aus, man trifft Bekannte, man kann ein bisschen quatschen, man kann vielleicht auch eine Kleinigkeit essen oder trinken rund um den Markt herum, gerade hier jetzt bei der Spätschicht. Und das macht das eben zu etwas Besonderem. Und ich persönlich gehe auch unwahrscheinlich gerne am Markt einkaufen, weil es mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Die Markthändler und die jeweils individuellen Produkte, das ist für mich ein Stück weit Heimat und Lebensqualität. Und ich glaube, dass die Menschen gerade deshalb gerne auf den Markt gehen. Und dass wir in Nordrhein-Westfalen wirklich Markthauptstadt sind, das ist was, was mich sehr freut, aber was mich auch nicht überrascht. Weil wir natürlich auch einen sehr starken lokalen Bezug haben. Und wenn ich weiß, dass der große Markt in Rheinhausen oder der große Markt in Hamborn, dass die Wille ja auch von tausenden Menschen, die gar nicht in Rheinhausen oder in Hamborn wohnen, besucht werden, dann unterstreiche ich das nochmal, dass das eine richtige These sein sollte. Ja, in der Tat, der Wochenmarkt auf dem Altmarkt in Hamborn ist der größte in Nordrhein-Westfalen. An einem Samstag, an einem Umsatzstarken bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher. Rheinhausen ähnlich und der Markt in Hochfeld hat sich auch toll entwickelt in den letzten Jahren. Das sind so unsere größten Wochenmärkte. Abendmarkt ist ein ganz neues Thema. Sie haben auch beobachtet wie wir, dass in den letzten zwei Jahren in verschiedenen Städten Abendmärkte nach unterschiedlichen Mustern entstanden sind. Wir haben es versucht jetzt hier mit dem Bauernmarkt zu mischen und der Gastronomie. Was halten Sie von dem Konzept? Also ich finde es super. Wir haben hier nicht nur einfach den erfolgreichen Bauernmarkt, der ja für viele, viele Duisburger mittlerweile eine ganz liebgewonnene Einrichtung ist und gerne besucht wird, sondern wir haben die Öffnungszeiten des Bauernmarktes verlängert. Man kann länger einkaufen, was für viele Berufstätige mit Sicherheit ein wichtiges Argument ist. Und wir haben eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die viele ja nachfragen, die nicht nur einkaufen wollen, sondern sich auch mal hinsetzen wollen, ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen wollen und vielleicht auch einen netten Abend mit Freunden in der Marktatmosphäre genießen wollen. Das ist jetzt hier möglich und ich finde es genau richtig, dass wir es jetzt erstens starten und zweitens auch bewusst sagen, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und passen das Konzept auch ein Stück weit an. Und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass die Duisburger ihren Bauernmarkt plus, wenn man so möchte, die Spätschicht sehr gut annehmen. Und allein der heutige Tag macht ja deutlich, wenn man sich mal hier umguckt, es ist wunderschön anzusehen. Viele Menschen, schöne Umgebung, die Innenstadt ist voll, so soll es sein, so wünschen wir uns das alle. Ja, Schlemmen und Einkaufen scheint zu ziehen. Nun wollten wir ja den Duisburger Abendmarkt nicht einfach Duisburger Abendmarkt nennen. So, wir haben uns jetzt für Duisburger Spätschicht entschieden. Es gab ja einen Wettbewerb, ganz viele Ergebnisse, mehr als 100 Vorschläge. Auch so skurrile Vorschläge waren dabei. Vielleicht haben Sie noch den einen oder anderen in Erinnerung. Und wie finden Sie denn jetzt überhaupt das Ergebnis Duisburger Spätschicht? Ich finde es klasse.
Duisburger Spätschicht passt zu unserer Stadt. Spätschicht, das ist was in Duisburg für viele Leute Alltag ist. Und insofern ist das hier auch treffend gewählt. Ich bin froh, dass wir das nicht alleine entschieden haben. Ich bin froh, dass wir nicht den einfachsten Weg genommen haben und einfach Duisburger Abendmarkt drüber geschrieben haben. Ich bin froh, dass wir das nicht alleine entschieden haben, sondern dass wir die Bürger beteiligt haben. Und die Resonanz macht ja deutlich, dass die das auch gewollt haben. Dass sie sich damit beschäftigt haben, dass sie sich auch ein Stück weit Gedanken gemacht haben. Und natürlich gab es skurrile Geschichten. Ich glaube, einer hatte Schimanskis Häppchenmeile oder sowas vorgeschlagen. Auch nicht schlecht. Aber wir haben am Ende die aus unserer Sicht drei passendsten ausgewählt und haben dann nochmal die drei zur Abstimmung gestellt. Und wenn ich dann weiß, dass knapp 90%, ungefähr 90%, dann für die Spätschicht sich entschieden haben, dann bin ich beruhigt, weil das war auch mein Favorit. Ja, ich glaube, wir haben die einmalige Chance. Derjenige, der uns den Namen gestiftet hat, der ist heute hier. Wir haben ihn, den Gewinner, ja eingeladen. Herzlich willkommen, vielleicht kommen Sie zu uns rauf. Ich glaube, Sie haben den großen Beifall verdient. Ja, da müssen Sie jetzt durch. Ja, vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, wie Sie auf den Namen gekommen sind. Ja, das ist mir also ganz kurzfristig eingefallen, weil ich zu der Zeit in Berlin war und da gibt es ja diverse Spätkaufmärkte. Und ja klar, zu unserer Stadt passt da natürlich die Spätschicht. Mit dem Duisburg davor, das war nicht meine Idee, da muss man ganz fair sein. Also war eine gute Zusammenarbeit und ja, ich danke jetzt für die Einladung und freue mich hier zu sein. Ja, prima. Also Ihren Beifall haben Sie schon abgeholt, aber Sie müssen noch einen Blumenstrauß mitnehmen. Ja, vielleicht gab es ja auch Unterstützung zu Hause bei der Namensfindung, dann können Sie die Blumen da auch dann stiften. Wir haben Sie ja eingeladen, Sie haben heute Bekannte und Freunde mitgebracht oder kommen nachher noch und dann sind Sie unser Gast. Wir freuen uns sehr, dass Sie den originellen Namen gestiftet haben. Ja, Herr Oberbürgermeister, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir, da ist es, ein Kaltgetränk bekommen. So, danke. Und ich glaube, dann können Sie jetzt die magischen Formeln sprechen und den ersten Duisburger Abendmarkt, Duisburger Spätschicht eröffnen. Ja, mache ich gerne. Ich wünsche uns übrigens, bevor ich den jetzt eröffne, dass der Bauernmarkt und dass der Abendmarkt, die Duisburger Spätschicht, wirklich gut angenommen wird und dass wir einen tollen Sommer miteinander erleben werden. Ich glaube, das tut der Innenstadt und das tut der Königstraße wirklich gut. Insofern viel Spaß bei der Duisburger Spätschicht, die ich hiermit gerne eröffne. Prost zusammen! Und jetzt Musik! Zu Befehl! Ja, oder wir drehen es um, machen Sie in die Richtung. Mit Menschen im Hintergrund ist es immer besser. Was ist hier los? Ja, ich muss erstmal hier Fotos machen. So, jetzt können wir. Prostet nochmal schön zusammen. Herrlich. So. So, jetzt habe ich hier einen Error, läuft hier überragend. So. Beim Bauernmarkt, der ja eh schon sehr beliebt ist, einkaufen, sondern sich auch noch bequem irgendwo hinsetzen, eine Kleinigkeit essen oder eine Kleinigkeit trinken. Die Duisburger Spätschicht ist ab heute den ganzen Sommer für die Menschen da und ich hoffe, dass viele das in Anspruch nehmen, dass Duisburg und die Duisburger Innenstadt auch in den nächsten Monaten so voll ist, wie sie heute ist, dass das so gut angenommen wird. Ich würde es mir einfach wünschen für uns, für die Duisburger und für die Menschen selber, weil das einfach ein gewisses Flair hat, ein schönes Flair hat und insofern Prost auf die Duisburger Spätschicht.